So. Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Im letzten Part hatten wir mit der Nachbarin geredet. Ja, eine junge Frau, die direkt, weiß ich, unter oder über Ecke wohnt, also auf jeden Fall ihre Altersnachbarin. Und ja, wir haben halt so ein bisschen so privat gelabert. So haben wir herausgefunden, dass Aizu gerne Karaoke singt. Nachts, wenn ihr Freund noch nicht da ist, dann singt sie gern Karaoke heimlich. Schämt sich aber leider dafür. Egal. Ihre Nachbarin jedenfalls hat sie dann zum Essen eingeladen und bla bla bla. Und hat auch gesagt, dass sie gerne mal zusammen Karaoke singen können und sowas. Und dann hat im letzten Part auch noch das Handy, Arbeitshandy von Aito geklingelt. Aito ist angegangen. Aito? Kazuki, bist du das? Ja. Ja, das bin ich. Danke, dass du den Anruf angenommen hast. Ich wusste nicht, wen sonst anrufen sollte. Ich habe mich schon gewundert, wo du hingegangen bist. Warum rufst du mich auf diesem Telefon an? Du bist nicht auf der Anzeige. Was? Unser Glock, hä? Keine Ahnung. Sorry. Ich konnte es nicht allein lassen. Ich denke, ich habe einen großen Durchbruch gemacht. In was? Das Mysterium des kaputten Kaffeemachers? Ja? Kaffeemacher? Kaffeemaschine? Keine Ahnung. Nope. Unglücklicherweise bleibt dieser Fall für immer ungelöst. Der Schreinfall, an dem ich gerade arbeite. Ich denke, ich habe ein Puzzlestück gefunden. All diese Schreine sind Leuten gewidmet, die Kawana heißen. Es gibt so viele Wege, Kawana zu schreiben, in chinesischen Schriftzeichen, dass wir nicht die Verbindung sehen können, sehen konnten. Es ist, als wäre unser Täter durch ganz Tokio gegangen, um nach Schreinen. Also, um nach Schreien zu gucken, die nach jemandem suchen, hä? Das würde erklären, warum die ganzen Schriftzeichen, okay. Und die ganzen Zeichen insgesamt. Das so verschieden aussehen. Das erklärt nicht die komischen Markierungen oder die Gewalt außenrum. Nein, aber es ist ein Anfang.
musste durch ein paar Aufnahmen schnüffeln. Und ich denke, sie wird als nächstes in Kamakura sein. Ich werde jetzt dahin fahren. Ich kann dort in etwas über einer Stunde sein. Was muss ich tun? Danke, Ayami. Ich weiß, dass ich auf dich zählen kann. Ich vertraue sonst niemandem. Ich werde gleich dort ankommen. Und mit der Beinarbeit beginnen. Leute in der Umgebung interviewen und sehen, um zu erfahren, was sie werden. Währenddessen kannst du ja hier ein bisschen offiziellen Kram machen. Was? Moment. Surveillance Footage. Als Fußabdrücke oder was? Öffentliche Aufnahmen. Und das alles. Es ist nicht so viel zu tun. Aber zusammen werden wir schon etwas finden. So ein langweiligen Kram. Da brauche ich auch, kann ich auch was später kommen, oder? Ich gebe dir später einen Ring aus. Versprochen. Ayami? Halte ein Auge nach roter Farbe aus. Es ist auf allen anderen Tatorten. Bis später. Und sei vorsichtig. Wenn ich richtig liege, könnte diese Person gefährlich sein. Ja, das ist sie, großer Tanaka. Sehr gefährlich, wie du später erfahren wirst. Am eigenen Leib. Rest in peace. Yay, der Zug, an dem wir am Anfang waren. Oh, es sind noch ein paar andere Leute. Okay, wenn wir den mal wieder da lassen. Ich bin am Überlegen. Ich will noch ein bisschen aufnehmen. Obwohl oben rechts bei jetzt gerade das automatische Speichern. Kann ich. Was? Ich weiß nicht, wie lang das jetzt hier ist, der Platz, aber das können wir uns ja fürs nächste Mal aufheben. Wir sind jetzt in der Türkei mal. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, meine Lieben. Bis dann. Tschüss.